Aber irgendwann wird das Kabel oder was davon übrig bleibt, wieder eingesammelt. Zum Beispiel von irgendeinem Schwarm, der gerade in der Nähe ist. Oder ein Nationalpark gegründet entlang des Kabels, um die einzigartige und eventuell sogar nach Cortana benannt. Oder von den Seeigeln einfach zu noch zu verstehenden Zwecken umfunktioniert oder vergessen. Das ist mitunter das Wahrscheinlichste. Nature übrigens titelte am 18. Dezember 2019 Submarine Cables, Billions of Potential Seismic Sensors. Geil. Loop 2. Indem wir von den Stachelhäutern entführt werden oder wurden,